3D-Printing on the Moon auf dem 32. Chaos Communication Congress von Carsten. Carsten ist Teil eines Projektes, die einen Roboter auf den Mond bringen wollen, um dort 3D-Druck zu betreiben. Viel Spaß beim Talk. Hi. Hallo. Wer von euch kennt den Google Lunar X Preis? Okay. Ja, nee, das ist nicht, ihr müsst das nicht kennen. Ich wollte das nochmal überprüfen. Wir sind ein Team, benennen uns die Teilzeitwissenschaftler. Wir haben uns 2008 gegründet und es ist eine Weile her. Wir waren 6 Leute und seit heute oder bis heute sind wir 35 Leute, die an der Mission arbeiten, auf den Mond zu kommen. Und davon sind 11 Leute Arbeitnehmer, deswegen ist Teilzeitwissenschaftler auch eine Lüge. In der Ecke des Slides seht ihr das neue Logo, PT-Wissenschaftler, PT-Science. Wir wissen noch nicht, was PT heißt, aber wir werden das schon noch rausfinden. Für die von euch, die letztes Mal die Präsentation gesehen haben, wir konnten nicht den Preis gewinnen. Wir konnten den Preis gewinnen für 75.000 Euro für unseren Roboter. Außerdem haben wir einen neuen Partner finden können, der auch ein bisschen von Bedeutung ist. Wir arbeiten zusammen mit Audi und NASA und anderen Partnern, um diese Mission zu realisieren. Der Google Lunar X Preis ist, man kann 30 Millionen Euro bekommen, um einen Roboter auf den Mond zu bringen. Also, das ist unsere Vision. Wir wollen einen Roboter auf den Mond schicken und es sollte irgendwie so aussehen wie das. Das ist, woran wir gerade wirklich arbeiten. Also, das war ich gestern. Das bin ich gestern. Die Linien meinen, mir bedeuten, dass alles gut ist. Deswegen habe ich keine Zeit gehabt, den Vortrag vorzubereiten, aber ich hoffe, das wird trotzdem gut. Ja, also. Wir arbeiten da echt sehr ohne müden zu werden. Unser neuer Rover ist ein bisschen größer, ist wieder ein bisschen größer. Wir haben mit einem ganz kleinen angefangen, dann haben wir rausgefunden, das ist zu klein. Dann haben wir es ein bisschen größer gemacht. Naja, ist immer noch zu klein, machen wir noch ein bisschen größer. Aber das letzte Mal, dass wir größer machen mussten, mussten wir die Räder groß machen, weil wir rausgefunden haben, mit kleineren Rädern, es ist schwieriger, Anstieg hochzusteigen und kleine Räder haben das schwieriger gemacht. Das Coole an dem neuen Roboter, das was man hier am linken Rad sieht, das ist die neue Ansicht. Es ist 200 Gramm leichter, obwohl es größer ist. Und wir waren in der Lage, das größer zu machen, weil das linke vollkommen 3D gedruckt ist. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Wir sind ein großer Fan von 3D-Druck für alles, was wir tun. Nicht nur, weil wir wenig Zeit haben, sondern auch, weil es, also es ist auch sehr hilfreich, dass man 3D-Druck sehr, sehr schnell bekommt. Okay, das könnte organisierter sein, aber 3D-gedruckt ist einfach cooler. 3D-Druck ist sehr schwer. Ihr wisst es wahrscheinlich, insbesondere die selber schon irgendwie einen 3D-Druck gemacht haben. Es ist schon schwierig, das alles richtig hinzubekommen, das Material, was man rauskriegt vom Drucker, das ist nicht das, was man irgendwie erwartet und vielleicht sofort benutzen kann, aber wir wollen das trotzdem machen und wir wollen das auf dem Mond machen. Hier ein schönes Bild einfach mal so von NASA. Wir wollen davon ein Foto machen und wir wollen auf dem Mond dort landen, in der Nähe von Apollo 17, nahe des Äquators. Wir wollen 5 Kilometer davon entfernt landen und ungefähr einem 1 Kilometer großen Landeellipse, also daran arbeiten wir gerade. Eine der Daten, die wir bekommen haben, um einen Roboter da hochzuschicken, war am 7. Dezember 2017 zu starten. Das war jetzt 45 Jahre nach Apollo ist und außerdem würden wir an Weihnachten landen.
Und wenn dann jemand fragen würde, was machen wir an Weihnachten, dann können wir sagen, hey, wir machen einen neuen Krater auf dem Mond. Oh, hoffentlich machen wir keinen Krater auf dem Mond. Der Grund, warum wir Apollo 7 ausgewählt haben, ist hauptsächlich, weil es ein sehr interessante geologische Eigenschaften hat. Weil andere wollten das nicht nur für Show, also wir wollten das nicht nur für Show machen, wir wollten auch Wissenschaft betreiben. Und es gibt ein paar Daten über Apollo 17 Geologie, also und das ist ein der Gründe, warum wir dorthin wollten. Außerdem der Google Lunar Rover, den du hier sehen kann, den man hier sehen kann. Wir wollten damit irgendwie was Bedeutendes machen, nicht nur den Preis gewinnen, wir wollten Wissenschaft betreiben. Und Ist, dass von der NASA gesagt wurde, ist, sie wollen sehen, wie die Sachen auf der Oberfläche nach 35 Jahren immer noch da ist. Ob es in kleine Stücke zerschossen wurde oder vielleicht andere Gründe, warum wir nichts dort gefunden haben. Der Lunar Rover ist aus vielen möglichen Sachen gebaut, wie Leder und Glasfaser. Und das ist interessant, wie das ablief in diesen 30, 35 Jahren. Das ist Apollo 17, ja. Jetzt zum interessanten Teil über 3D-Druck auf dem Mond. Oberflächenmaterial auf dem Mond besteht aus Lunar Regolith. Das ist Silikon, Aluminium, Titanium, Eisen, Sauerstoff, Magnesium, Calcium und anderen Sachen. Das ist sehr, sehr feines Pulver. Wenn man sich den Mond vorstellt, dann gibt es so keine Atmosphäre. Das heißt, es gibt nichts, das den Staub herumtransportieren kann. Also es sitzt einfach nur da für Jahre und Jahre, Millionen von Jahren. Und es sind immer kleine Mikrometeoriten, die die Oberfläche bombardieren und die Oberfläche in ein sehr kleines Pulver verwandeln. Dieses Pulver hat ein paar interessante Eigenschaften. So, die Frage ist, wie können wir dieses Material benutzen, um 3D-Druck auf dem Mond zu machen? Es gibt drei Optionen. Eine, die wir sehr gut mögen, ist die mikrowellenbasierte Manufaktur oder Herstellung. Die Idee dahinter ist, dass wir eine gewöhnliche Mikrowelle benutzen oder das Magnetron davon. Und wir wenden das auf die Oberfläche ein und kriegen dann eine glatte Oberfläche. Die Rovers or spacesuits or anything alike, they are, well, you can microwave them, but Viele, viele nothing Materialien, die kann man in die Mikrowelle stecken, aber nichts passiert. Das ist blöd fürs Ausprobieren, weil man da relativ schwer ausprobieren kann, was passiert. Aber es gibt eine Eigenschaft, die man von diesem Lunar-Regolith weiß. Es enthält ein bisschen Eisen. Man kann hier diese kleinen Eisenteilchen sehen, diese kleinen Elemente, die im Glas enthalten sind. Es nimmt diese Mikrowellenenergie sehr, sehr effizient auf. Man braucht immer nur sehr wenig Energie dafür. Dann kann man halt eine flüssige Phase zwischen den Partikeln erzeugen, die sich höher erzeugt und die dann sich weiter reagiert, sodass man ein sehr massives Material erhält später mit Mikrowellen. Und die Frage ist jetzt aber, was können wir damit machen? Mikrowellen sind jetzt nicht wirklich so gerichtet wie ein Laser, wo man, ja, so ein Laser, den kann man einfach, ja, lass mich anders anfangen. Wenn man Lasersintert auf der Erde oder wo auch immer, man nimmt Aluminiumpuder, man nimmt einen Laser und dann schmilzt man es.
Und dann tut man eine weitere Schicht von diesem Aluminiumpuder drauf und dann behandelt man es erneut. Damit kann man sozusagen Aluminium 3D drucken. Wenn man das auf dem Mond machen wollte, dann kann man sehr, sehr feine Strukturen herstellen. Aber mit einer Mikrowelle kann man nicht so fokussiert arbeiten. Aber kann man damit trotzdem vielleicht irgendwas anfangen auf dem Mond? Die Antwort ist ja. Wenn ihr eine Mikrowelle habt, dann könnt ihr etwas damit überziehen, es glätten. In der Apollo-Mission kamen die Astronauten in der Kapsel zurück und sie hatten das Problem, dass dieses Material so fein ist, dass es durch die Anzüge gekommen ist und sie hatten sehr schwarze Finger. Und die Idee ist, dass wenn man diese Oberfläche herstellt in der Mikrowelle, dann hat man eine sehr, sehr massive Basis, die man nutzen kann. Und ja, wenn man da sehr viel Staub hat, dann kann man diesen Staub auch nutzen. Wenn man eine Mondbasis baut und sehr viel damit rausgehen will, dann ist dieses Material total super. Und da gibt es viele, viele gute Ideen, dass man eine Satellitenschüssel damit machen kann. Man nimmt einfach eine ganz normale Schüssel und die beschichtet man dann und dann hat man eine super Antenne. Selbst nach ein paar Jahrzehnten, also beziehungsweise nach ein paar Jahrzehnten Arbeit, genau. Eine Idee, die wir vorgetragen haben, ist nicht so besonders spannend, aber wir wollten irgendwas Cooles machen. Und die Idee ist, dass wenn man diese Magnetrons auf dem Boden hat, wenn man fährt, dann behandelt man auch direkt die Oberfläche. Und dass diese Strahlung das Material ungefähr zu 1200 Grad Celsius bringt. Das startet diesen Schmelzprozess und dann kriegt man diese sehr, sehr schöne glatte Oberfläche. Mit einer Mikrowelle kann man das sehr energieeffizient machen. Und unser Ziel ist, dass wir ein kleines Experiment auf die Mondoberfläche schicken mit Mikrowellen. Sehr interessant, das zu machen, weil wir sehr eingeschränkt sind, was unsere Energiebedürfnisse angeht. Wir wollten etwas Einfaches machen. Und wenn man einen Laserdrucker auf dem Mond machen will, dann wird es ziemlich chaotisch. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. So. Wenn man in additive Herstellung gehen will, dann ist da extrem viel mehr als einen 3D-Drucker zu bauen. Ja, und da geht es nicht nur darum, das Material zu schmelzen. Das Problem war, mit diesem Material auf dem Mond, nicht alles ist dafür geeignet. Man muss halt das Material erstmal sammeln, man muss es raffinieren und dann kann man einen Laser nutzen, um es zu schmelzen. Die andere Sache ist aber, wo die ESA zum Beispiel dran denkt, wer kennt die Idee von dem Monddorf, die ESA irgendwie vertritt? Ja, es ist sehr beliebt, aber jetzt nicht bei uns so. Leute wissen meistens mehr über die NASA als über die ESA übrigens. Was sie machen wollen, ist, dass sie eine 3D-Basis drucken und das dann so noch mit einem gewissen Trick. So ist nicht die beste Idee, das so zu machen, wie sie das vorhaben. Wenn man das mit Energie macht, ja. Wenn man das mit Energie macht, dann ist davon hat man viel auf dem Mond ohne Atmosphäre, dann glauben wir, dass das eine bessere Idee ist. Also ESA unterstützt die Idee, ein Bindemittel zu benutzen, ein Kleber oder so. Aber wir glauben, dass das Drucken der Weg sein wird, wie man da zum Erfolg kommt. Wir glauben, das ist ziemlich gut. Aber
Wie trennt man eigentlich jetzt die Materialien, die man zum Drucken benutzen möchte und welche nicht, weil nicht alles eignet sich zum Drucken und Sintern. Man möchte also Material sammeln und dann aufteilen, das Kleine, von das Feinkörnige, was man viel hat, möchte man besser benutzen. Und gibt es sehr seltsame Formen und es ist ein bisschen schwierig, das Material einzusammeln und zu prozessieren, so dass man das dann für Laser-3D-Druck benutzen kann. Und dafür, an dieser Stelle kommt dieser Staubsauger rein, also sozusagen ein Lunar-Oberflächensauger. Also im Prinzip ein Rückwärts-Relay. Also man benutzt ein magnetisches Feld und man benutzt die Eigenschaften, dass die Teile der Ressourcen, die man möchte, an dem Ende des magnetisch sind. Dann saugt man diese Materien ein in eine Art Reservoir und kann man dann das 3D-Drucken benutzen und stapelt da Schicht auf Schicht. Das sollte funktionieren. Wenn man zum Mond geht und das zum ersten Mal in ein paar Jahrzehnten macht, und man macht das als privates Unternehmen und man macht es irgendwie mit Teilzeit, dann ist das nicht das, was man am ersten Mal macht. Also halten uns das fürs nächste Mal auf. Vielleicht wollen wir erstmal den Impact klein halten, aber vorbereiten, dass wir den Boden des Monds benutzen können. Wir haben allerdings diese Oberfläche benutzt und einen 3D-Drucker gebaut und das war auch einfach, wenn man daneben sitzen kann und alles vorbereiten kann und dran rütteln kann, wenn was schief geht, und die Ergebnisse sind, wie hier zu sehen, ich weiß nicht, ob das gut oder nicht ist, aber also es war auf jeden Fall 3D gedruckt. Also ja, ihr wisst, dass das Gute dabei ist, das laserbasierte Schmelzen sollte eigentlich funktionieren. Das Problem mit laserbasiertem Schmelzen ist, dass man viel Energie braucht. Also wenn man einen Laser baut, dann benutzt man viel Energie, die nicht in optische Energie umgesetzt wird, was aus dem Laser rauskommt. Und dann hält man das auf Material und das ist dann nicht schwarz, sondern es ist vielleicht grau und da gibt es ein bisschen Reflexion. So, man verschwendet viel Energie, wenn man einen Laser benutzt. Aber immerhin kann man damit ganz feine Strukturen machen, also so fein wie hier. Ich weiß allerdings nicht, ob das Inch oder Zentimeter hier sind. Was Kleines, also ich gebe ein C für einen Satz für Bemühen. Wenn ihr 3D-Printer-Drucker kennt, dann wisst ihr, dass es sehr schwierig ist beim Sintern und so, das erstens mal sofort rein richtig hinzubekommen. Es gibt immer das Material und das PLA und dann drückt man es durch den Druckkopf und in der Theorie sollte es funktionieren und ja, leider dann halt nicht immer. Das ist die Idee, wie sie von der ESA präsentiert wird. Also als eine Firma denken wir natürlich auch über Business Cases nach und das Beste, was uns eingefallen ist, ist, wir helfen denen, das zu erreichen. Und das ist die ESA-Version einer 3D-gedruckten Multigebäudestruktur, 3D-gedruckt auf dem Mond. Die arbeiten daran. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, aber sie planen das zu tun. Die haben, wie ich gesagt habe, benutzen die klebebasierendes Drucken und 3D-gedruckte Basen sind eine sehr gute Idee, weil wir so viel wie möglich der lokalen Ressourcen benutzen möchten, um euch eine Perspektive zu geben, wenn man was auf den Mond bringen möchte, zum Beispiel den Rover, der 30 Kilogramm schwer ist,
Wir wollen ein bisschen mehr einbringen, aber lass das mal beiseite. Wir fangen mit 30 Tonnen Rakete auf der Erde an. Und wenn wir dann in Orbit sind, dann sind wir bei 1,5 Tonnen. Und 1,5 Tonnen, das ist, was zum Mond fliegt. Und dann erreichen sie die weiche Landung auf dem Mond und dann landen wir den Roboter, sammeln das Geld von Google ein und machen eine Party. Und ungefähr 100 Kilogramm Masse kommt dann am Ende auf dem Mond an von 30 Tonnen, mit denen wir auf der Erde angefangen haben. Also das Verhältnis ist relativ schlecht. Man möchte also so wenig Ressourcen benutzen wie möglich. Das ist momentan ein sehr aktives Thema bei planetarer Forschung. Eine andere ziemlich interessante Idee über, wie man eigentlich etwas drucken kann, ist, dass man eine Thermitreaktion macht. Also man nimmt das Material und teilt es in die richtigen Teile auf und zündet es dann an. Dann sollte man eine Thermitreaktion haben, mit der man zum Beispiel schmelzen und gießen kann. Es wurde mit ein paar Simulanten getestet und das sollte funktionieren. Ob es wirklich tut, das weiß ich nicht. Das ist eine Thermitreaktion. Frage aus dem Publikum. Thermit ist Eisen und Aluminium. Eisenoxid und Aluminium. Also man nimmt Eisenoxid und Aluminium und zündet es an. Dann gibt es eine exotherme Reaktion. Das wird zum Beispiel benutzt, um der Eisenbahnschienen zusammen zu schweißen. Das ist eine sehr nette Reaktion. Die Temperatur ist sehr hoch, was es ein bisschen schwierig macht, das unter Kontrolle zu halten. Also das werden wir auch nicht auf unserem ersten Versuch benutzen. Ich hab euch über diese Ideen erzählt und wir suchen nach Leuten, die uns dabei helfen. Also die Frage ist, was wollen wir als nächstes tun? Unter den Dingen, an denen wir gerade arbeiten, ist unser Rover, mit dem wir ziemlich glücklich sind. Sollte er funktionieren. Und was wir nächstes Jahr machen wollen, ist eigentlich dann das Landemodul zu bauen. Also wenn ihr interessiert seid in ein Goldgas fliegendes Ding, wenn ihr daran interessiert seid, ungefähr so das wie das, was im Video zu sehen ist, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns beizutreten oder uns eine E-Mail zu schicken. Etwas, das ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir auch Payload-Möglichkeiten haben. Das heißt, wir können auch weitere Sachen mitnehmen. Wenn ihr also interessiert seid, Mikrowellen auf echten Mondstein zu schießen, dann würden wir uns freuen, von euch zu hören. Leider, weil ich nicht so viel Zeit hatte, den Vortrag vorzubereiten, sind wir schon fertig. Und ich hoffe, ihr habt viele Fragen. Und ich hoffe, dass ich sie euch beantworten kann. Vielen Dank. Das war ein kurzer und sehr interessanter Vortrag. So, jetzt die Fragen aus dem Publikum. Okay, very good. So, first question. So, die erste Frage auf der rechten Seite.
Also, Sie haben eine Rakete von 30 Tonnen erwähnt. Seid ihr mit irgendjemand involviert, die Raketen zu bauen oder zu verkaufen? Ja, wir sind in Verhandlungen mit den Indern um das PXL-XXL zu benutzen. Wir sind außerdem in Verhandlungen mit anderen. Ja, also wir verhandeln darüber. Wir sind darüber im Gespräch. Gibt es Fragen aus dem Internet? Moment nicht. Nächste Frage von der rechts, von rechts. Kann man den Regolith einfach mit Sonnenlicht schmelzen? Ja, das war die dritte Alternative, über die wir nachgedacht haben. Das Problem dabei ist, man braucht, also die Zieltemperatur, die man erreichen möchte, ist ungefähr 1200 Grad Celsius. Wenn man Sonnenlicht dafür benutzen möchte, dann muss man genug sammeln, um 40 Watt Hitze in einem sehr kleinen Punkt zu erreichen. Also man müsste wirklich optische Sachen da hochbringen, und wenn man optische Sachen anguckt, die sind oft sehr fragil, und Raketenlandung und Start ist fragile Sachen, ist ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe da jetzt niemanden beleidigt, aber das ist halt irgendwie schwierig. In der Theorie ist es möglich, ja, und das wurde auch getestet. Das Problem ist, dass man die mechanischen Konstruktionen dafür bräuchte, das Sonnenlicht zu fokussieren und das auf den Mond zu bringen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann möchte man auch damit was Nützliches machen. Also man muss es nicht nur fokussieren, sondern man muss auch noch den Fokuspunkt irgendwie bewegen. Also mechanische Konstruktionen, aus der Sicht der mechanischen Konstruktion ist das ziemlich schwierig, und das ist, warum wir die Idee mit den Mikrowellen bevorzugen. Es ist nicht wirklich 3D-Druck, aber man zeigt dann einige interessante Perspektiven für die Oberfläche, was sonst nicht möglich ist. Deswegen bevorzugen wir das. Okay, nächste Frage. Auf der linken Seite. Also ich glaube, dass es momentan auch eine Herausforderung gibt von der NASA, um den 3D-Druck von Wohngebäuden gibt auf dem Mars. Können Sie erklären, was die Unterschiede sind? Ich kenne die Herausforderung. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe mich da jetzt nicht allzu sehr mit beschäftigt, aber ich glaube, dass in einigen Sachen das Lunar Regular leichter zu behandeln ist, weil man das Eisen hat, was in Stein liegt, aber vielleicht bin ich auch falsch. Es ist beides sehr schwer, 3D-Druck auf dem Mond und 3D-Druck auf dem Mars, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, welches eine größere Herausforderung ist. Tut mir leid, weiß ich nicht, aber könnte mir vorstellen, dass man, wenn man über 3D-Druck auf dem Mars nachdenkt, dass man sehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht denkt man doch über Robotermissionen nach, wenn man an den Mars denkt, da sind irgendwie die ganze Zeit Leute, aber auf dem Mond nicht, aber das war Quatsch. Okay, a question from the Internet. Okay, noch eine Frage aus dem Internet. Ist es möglich, eine Mikrowellenstrahl so zu fokussieren, dass es Laserqualität ist? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. In der Theorie mit einigen Antennendesigns, es sollte das möglich sein, aber es könnte vielleicht schwierig sein. Was sagen Sie? Der Experte sagt, es kommt auf die Wellenlänge an, aber also nein, ich würde sagen, es ist sehr viel herausfordernder als ein Laser, wo man sich mit auskennt, und es wird wahrscheinlich ein ganzes Stück schwieriger sein, das so zu fokussieren. Aber
Das Interessante daran ist, von dem Laser wissen wir, wie es funktioniert, und wir können es auf der Erde testen, und mit den Mikrowellen können wir das auf der Erde halt nicht testen. Deswegen glauben wir, dass es interessanter ist. Außerdem ist es energieeffizienter. Okay, nächste Frage von links. Na, vielen Dank für einen sehr netten, für einen tollen Vortrag. Ich glaube, ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Aber dieses Mikrowellenfahrzeug, das Sie gezeugt haben, das Straßen kreiert. Wenn man daraus eine Struktur machen will, wie baut man dann damit etwas? Ja, lassen Sie mich zurückgehen zu diesem Bild. Die einfache Idee von ESA ist, also was sie vorschlagen, ist, dass man klebende Sachen hat, also die fügen Kleber oder Bindematerial ein, und dann benutzen sie eine Art Bulldozer, die nächste Ebene anbringen. Mit Mikrowellen könnte man das Gleiche tun. Man könnte eine Ebene machen, dann packt man das Material oben drauf und dann geht man da nochmal drüber. Das Problem damit ist, dass wir nicht genug Proben haben, um zu wissen, was mit dem Material los ist, was tiefer liegt. Das Mikrowellenprojekt hat man nur an den Oberflächenstaub von Apollo getestet, und wir wissen nicht, ob die Eigenschaften dieser Materialien auch gelten, also ob die Materialien tiefer die gleichen Eigenschaften haben. Da gibt es viel Forschung, die man machen könnte auf dem Mond, aber die einfache Idee, die Grundidee ist, war mit einem Bulldozer drüber, strahlt es mit Mikrowellen, wird es geschmolzen, packt die nächste Schicht Pulver drauf und fahr wieder drüber, und Stück für Stück. Nächste Frage von rechts. Ich glaube, meine Frage ist eher an den Spezialisten in vorne. Wie haben Sie vor, diese Mikrowellen zu erzeugen? Nehmen Sie da Magnetron? Das ist ja nicht gerade leicht und man braucht viel Energie. Das Lustige an dem Magnetron ist, die Energie, die man braucht, um das Material da bis zu 1200 Grad Celsius zu bekommen, sind 200 Watt, und man braucht es nur für 30 Sekunden, weil man diese exotherme Reaktion, die Kettenreaktion hat mit den Mikrowellen. Also man braucht nicht wirklich viel Energie. Das ist einer der signifikanten Vorteile gegenüber Laser. Und was ist die Größe und das Gewicht angeht des Magnetrons, ja, das ist schwierig. Überschuss Wärme, wird ja viel Wärme dabei erzeugt. Das ist auch noch ein Problem. Ja. Aber Hitze wegzubekommen ist immer sehr schwer, weil man keine Atmosphäre hat. Also man muss sich da einen Kopf machen. Aber zum Beispiel machen wir mit unserem Roboter auch das. Also wir müssen die Hitze wegbekommen. Die einfachste Art, das zu tun, ist zum Beispiel ein Solarpanel zu benutzen, um eine Schattenfläche zu machen. Da, wo die Elektronik sitzt, die Seite wird einfach zum Weltall rauszeigen, damit man die Möglichkeit hat, eine kalte Seite zu haben. Also, und Strahlungskühlung kann sehr effizient sein. Ich habe das nicht gewusst, aber wenn man eine bestimmte Farbe an Sachen drauf macht, dann wird nur ungefähr 10% Sonnenlicht akzeptiert, und nur 10% der Sonnenhitze wird absorbiert, und der Rest kann Wärme abführen. Das ist ziemlich cool.
Okay, die nächsten zwei Fragen aus dem Internet. Sie sind komplett unzusammenhängend. Die erste: die regulierten Simulanten sind nicht genau hundertprozentig exakt. Plant ihr etwas davon, von dem Zeug zurückzubringen? Wenn ich mich richtig erinnere, hat die letzte chinesische Mission, die am Mond vorbeigeflogen ist, die Möglichkeit gehabt, was zurückzubringen. Und die nächste Mission, Chang'e 3 oder 4, glaube ich, die wollen Material zurückbringen. Und in ein paar Jahrzehnten ist dann das erste Mal, dass wir ein neues Material aus dem von dem Mond zurückbringen. So, und die zweite Frage. Was sind die Anforderungen, um bei den PT-Scientists beizutreten? Ja, also eigentlich die Voraussetzung ist, dass man daran interessiert ist, was völlig Verrücktes zu tun und dass man vollherzig dabei ist, das, was man macht, und dass man helfen kann, sich beteiligen kann, und man kann Teilzeit beitragen und man muss nicht sofort bei uns arbeiten. Wenn man bei uns Vollzeit arbeiten möchte, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber wir akzeptieren immer neue Anwendungen, und wenn ihr interessiert seid, mit uns zu arbeiten oder eine Idee habt, dann schreibt mir eine E-Mail, und woran ihr interessiert seid, und wir werden was finden. Auf der Webseite sollte eigentlich ein Formular sein, auch wenn die Website meistens nicht funktioniert, aber da kann man sich bewerben. Okay, es gibt noch ein paar weitere Fragen auf der linken Seite. Was für eine Schichtgröße schauen wir uns an bei dem Rover? Wie dick kann man die mit der Mikrowellenstrahlung benutzen? Microns, Millimeters? Microns, Mü oder Millimeter? Nein, es ist schon ziemlich dick, also es ist in der Zentimeterbereich, im Zentimeterbereich. Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die in den Papern von 3 bis 5 Zentimetern gesprochen, aber ich müsste das nochmal nachgucken. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Paper von jemandem namens Tater, der wirklich sich mit diesem geologischen Zeug beschäftigt, und das wirklich sehr gut, das ist auch zitiert in den Folien. Lass kurz finden, wo das ist. Ja, genau. Hier. Micro-Sintering of Nullar Soil von Taylor. Wenn ihr danach googelt, da gibt es zwar mehrere Taylor, aber alle von denen machen 3D-Druck auf dem Mond, was ich sehr interessant fand. Die Tiefe war überraschend groß. Werden Sie das mit dem Rover machen, oder ist das nur... Wir werden das nicht mit dem Rover machen, also sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Die Idee wird sein, einen anderen Rover auch zu bringen. Wir haben etwas, das heißt Drop Container, eine dreieckige Struktur, das ist unter dem Solarpanel, und die können wir dann auf den Mondoberfläche runterfallen lassen, und dann falten die sich aus, und dann hat man Solar... Energie an der Seite und ein Experiment in der Mitte, und die Idee ist, eine dieser Drop-Container zu benutzen, um das Mikrowellenexperiment dahin zu packen, und dann würde das irgendwo außerhalb der Lande-Area auf dem Mond runterfallen und sich entwickeln. Okay, die nächste Frage. Also, Sie haben erwähnt, dass es diese schrittweise Prozedur gibt, etwas nicht ganz so ambitiös. Haben Sie das überlegt, das auch zu übernehmen? Also einfach nur einen Klebstoff, einen Bindeagent zu bringen? Ja, also das wäre eine faire Idee, aber auf der anderen Seite Mikrowellen, also Mikrowellen sind, also ich bin Computerwissenschaftler, ich bin Informatiker, und ich mag Mikrowellen, ich mag keine Chemikalien, also ich denke, dass die Mikrowellenidee
leichter ist als als Klebemittel, Bindemittel. Von der wissenschaftlichen Idee bringt das mehr Vorteil, weil mit einem Bindematerial wissen wir, dass man das kann. Mit einem Laser wissen wir auch, dass wir es bauen können. Aber mit einem Mikrowelle wissen wir noch nicht genau, wie das funktioniert. Deswegen glauben wir, dass es noch interessanter ist, das dann echt tatsächlich auf dem Mond auszuprobieren. Okay, noch eine Frage. How do you plan to look at the decomposing rover of Apollo 17? Do you just want to take a picture? Or wie planen Sie die Zerlegung des Rovers, des Apollo Rovers zu untersuchen? Wollen Sie Bilder nehmen oder? Also der Apollo Rover, die man auf den Bildern sehen könnte. Also die Frage war, werden wir das wirklich analysieren, den Rover dort, die Materialien? Was man hier sehen kann, den Rover, es gibt drei Kameras. Zwei von denen sind Farbsensoren mit Weitwinkel. Und der mittlere ist ein Schwarz-Weiß-Sensor. Und vor diesem Sensor ist ein Farbfilter, sodass man unterschiedliche Wellenlängen angucken kann. Mit dem können wir ein paar Analysen machen über das Material, wie sich das verhält. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass wir zu dem Roboter fahren wollen und dann nicht da reinfahren wollen. Es gibt nämlich ein paar Regeln, wie man sich dieser Gegend nähern kann, und es gibt ein paar Gegenden, wo man nicht landen darf und wo man nicht landen darf, wo man nicht hinfahren darf. Zum Glück mit Apollo 17, den Mondroboter, den sie zum Fahren benutzt haben, steht außerhalb dieser Gegend, in der man vorbeifahren darf. Ich weiß nicht, ob das bewusst oder ob das Absicht ist. Wir werden es nicht verletzen, da reinzufahren, aber ja. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Internet? Nein, gibt es nicht. Von der linken Seite noch einmal eine Frage. Neben Laser und Mikrowellen. Es gibt ein gutes Vakuum auf dem Mond. Ja, eine gute Kathodenstrahlröhre. Habt ihr die Möglichkeit, Elektronenstrahlenkanonen zu bauen oder diese mit dem Regolith zu verwenden? In der Theorie kann man alle Hitzequellen benutzen, die in der Lage sind, die Temperatur auf diese bestimmte Höhe zu bekommen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das jemand versucht hat. Kann ich nicht sagen. Tut mir leid. Okay, nächste Frage von der rechten Seite. Habt ihr euch überlegt, Teile des Rovers auf dem Mond zu drucken? Dann müsstet ihr nicht so viel Masse hochschicken. Zum Beispiel könnte man einen Rover mit kleinen Rädern hochschicken und dann zu einem besseren Ort zu fahren, wo man bessere und größere Reifen drucken kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber hast du schon mal wirklich eine 3D-Druck benutzt? Ja, habe ich. Das Problem ist, dass in der Theorie, also ich war bei einer Präsentation, die war sehr, sehr lustig. Da war so ein Typ, der hat gesagt, okay, mein nächstes Startup ist, ich werde ein Problem mit der 3D-Druckindustrie lösen, und das ist das Problem, dass die Daten, Dateien, die man zum Drucker schickt, nicht verschlüsselt sind, und ich werde sicherstellen, dass Airbus ein 3D-Druck-Datei an einen 3D-Drucker schicken kann und an einen Airport schicken kann, und die können dann sozusagen ein Flugzeugersatzteil genau zur benötigten Zeit drucken. Wenn man einen 3D-Drucker benutzt hat, dann weiß man, dass es sehr weit weg von dem, was realistisch sein wird. Selbst wenn man selbst wenn man hier mal auf die Räder guckt, man hat immer noch diese Ringe hier,
und die kommen von der Tatsache, dass die Materialien sich zusammenziehen, während man sie druckt. Und das ist zwar ein bekanntes Problem, wenn man Teile gießt, und die Software, das ist sehr, sehr bekannt, aber wenn man 3D druckt, dann ist das immer noch unbekannt. Also es wäre sehr, sehr nett, wenn man was Nützliches drucken könnte, aber ich glaube, wir sind sehr weit weg von dem, und deswegen kleine Schritte, Babyschritte zuerst. Lass uns auf dem Mond landen, die Kohle kassieren, und dann fangen wir an, was zu drucken. Noch eine weitere Frage von links. Ich stecke immer noch fest mit den Konstruktionen von der Gebäude. Sie wissen wahrscheinlich, dass Sie das nicht alles beantworten können, und es gibt da immer noch Antworten, die wir Sie finden müssen. Aber wenn Sie diesen Rover hätten, der über die Oberfläche fährt und Mikrowellen auf den Boden strahlt, und Sie einen Bulldozer haben, der dann neuen Staub drauflegt, Sie dann nochmal drüber fahren, wenn Sie 2 Meter hochfahren, an einem Punkt wird Ihr Rover Probleme haben, die Mauer hochzufahren. So, also meine Frage ist jetzt, wie weit von dem Boden müssen Sie weg sein, um die Mikrowellentechnik zu verwenden? Könnten Sie nicht einfach einen Satellit bauen und Mikrowellenstrahlen von dort aus schicken? So. Also, die Energie ist, der Energieverlust ist abhängig von der quadratischen Entfernung. Also, wenn man 50 Watt auf den Mondoberfläche bringen möchte und man 3000 Kilometer weg ist, also zum Beispiel ein gutes Orbit für einen Mondsatellit, dann rechne mal nach, dass es eine ganze Menge Energie. Du bräuchtest wirklich sehr großen Satelliten. Und dann würden sie wahrscheinlich Laser benutzen, weil Laser sind einfach cool. Aber die Idee für die erste Frage ist, man müsste die Steigung eben so definieren, dass man dann noch hochfahren kann. Und man sieht auch, dass sie die Raupen benutzen. Also, das ist ein künstlerisches Rendering, ist eine nette Idee, aber da gibt es noch einige praktische Probleme, die vor uns liegen. Da haben wir ein paar Gelegenheiten für Doktorarbeiten. Ihr habt immer noch Zeit für Fragen. Noch eine weitere Frage aus dem Internet. Still not quite over that regular simulant thing. So the question immer noch is, über den. Warum sind die Regolith-Simulanten so schlecht? Lassen Sie mich die Folie dazu finden. Das Ding dabei ist, wenn man Eisen auf der Erde hat, dann ist es meistens oxidiert. Und diese Oxide reagieren nicht so gut auf Mikrowellen wie ein elementares, unoxidiertes Eisen. Und eine sehr interessante Sache über die Mondoberfläche ist, durch die Bombardierung der Mikrosatelliten gibt es lauter kleine Bruchteile, und durch die Strahlung gibt es Eisenoxide, die in elementares Eisen zerlegt sind. Und es kommt eben sehr auf die Zutaten an, und wenn man die normalen Mondoberfläche anguckt und dann alle die Materialien anguckt, die da drauf sind, und man macht mal eine Spektroanalyse und guckt sich an, was da drin ist, dann kriegt man die Materialien raus, und wenn man das dann noch nach der Granularität aufteilt, dann ist man ungefähr da, wo wir heute wissen, wie die Oberfläche des Mondes ist. Und durch die Strahlung der Sonne ist es noch so, dass es nicht vakuumiert ist. Die haben in der Regel Glasteile, und
die sind nicht durch Mikrostrahlung beschossen. Also es gibt dort, die meisten haben nicht dieses phosphierte Eisen in sich, das ist der Punkt dabei. Es gibt eine Frage von links. Have you ever investigated and researched the idea of making something like bricks? Habt ihr schon überlegt, Steine oder zu machen, indem man einfach den Staub kompaktifiziert, also zusammendrückt? Ja, wir haben einen Test mit einigen der Materialien gemacht, aber man hat herausgefunden, dass wegen der Form des Materials es wirklich scharfkantig ist und deshalb ist es nicht wirklich gut komprimierbar, um es sozusagen. Ich weiß nicht, ob es es dann deswegen zu einem guten oder schlechten Baumaterial macht für so etwas. Die Antwort ist also, ich weiß es leider nicht. Nein, wir haben es nicht probiert. Aber ich glaube, die Dichte ist, also man kann es nicht genug komprimieren, ohne dass man da Luft einschließt, und es wird wahrscheinlich schwierig sein. Okay, same microphone, please. Nächste Frage. Haben Sie sich das Solar Sinter Projekt angeschaut? Das war der Typ mit dem verdammt großen Ding. Ja, das ist ziemlich cool. Wie ich vorher gesagt habe, ist das Problem eine große Linse auf den Mond zu bringen, ist das Problem, sie da hinzubekommen, und das wiegt verdammt viel, und dann muss man die Mechanik kontrollieren, um das entsprechend zu bewegen, um was Sinnvolles damit zu machen. Also die Idee ist wirklich cool, das Projekt ist wirklich cool, ich mag es, aber ich glaube, es ist sehr schwer, damit was zu erreichen. So, rechts gibt es noch eine Frage. Just a follow-up to that bricks idea. Maybe we could nochmal zu der Steinfrage. Vielleicht kann man etwas Klebstoff in den Staub mischen und dann mit Mikrowellenstrahlung zusammenkleben. Geht das vielleicht? Ja, das würde cool sein, aber Babyschritte zuerst. Noch eine Frage aus dem Internet. Warum grabt er nicht einfach Höhlen oder ein Würfel warum nicht einfach eine Höhle baut oder einfach einen Würfel baut und den aushöhlt? Ja, man muss gar nicht wirklich Höhlen graben. Da gibt es schon Höhlen, die sind fertig, einzugsfertig. Man müsste schon noch Sachen reinstellen, aber du könntest dein eigenes Design machen. Eine der Ideen, über die wirklich gesprochen wird, ist das Coole an der Oberfläche von Mond. Es gibt so etwas, das nennt sich Lavatubes. Und einige dieser Lavatubes haben Öffnungen, wo man reinfahren kann. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Idee, um eine Siedlung zu bauen und ein Mond-Höhlenmensch zu werden. Aber das sind nicht wir. ESA möchte 3D-Druck machen und wir haben unsere Ziele, wir werden das erreichen. Der zweite Teil der Frage, einen Würfel zu bauen und dann den Würfel aufzuhöhlen, um so quasi die Struktur zu bauen. Ja, klar. Mhm. Ja. Ja. Es gibt viele Ideen von in allem zwischen, was wir unsere ersten Missionen machen sollten und bis hin zu Sachen, die irgendwann mal irgendwelche Leute machen können, und da würde ich das hinsetzen. Okay, es sieht aus, als ob es keine weiteren Fragen mehr gibt. Internet ist auch zufriedengestellt.